Moin moin liebe Zuschauer und Abonnenten zu einem weiteren Pokémon Online Battlekampf. Heute gegen Mustafa G oder wie er sich hier nennt, Musti. Er benutzt Velsa, Panzerero, Carpitz, Brutalanda, Voltenso und Logok. Ich benutze Despota, Panzerero, Filinara, Latias, Knackrack und Logok. Also, zwei Pokémon benutzen wir das gleiche. Er benutzt Brutalanda, könnte darunter sein werden, und Carpitz. Vor Voltenso, das könnte die Mega-Entwicklung sein, habe ich mir gedacht. Und Velsa ist wahrscheinlich das Verteidigungs-Pokémon. Das war mein erster Gedanke. Ich habe angefangen mit Despota, genau. Und er hat angefangen mit Logok. Habe ich mir gedacht, okay, vielleicht bist du schneller als er. Ich ging davon aus, dass ich schneller bin. Und er hat sofort gemegert. Hat sich wahrscheinlich vielleicht von mir auch ein bisschen abgeguckt. Gleich mal Mega-Logok raus mit Temposchub. Doch, es kam doch erwartet, wie ich es erwartet habe. Ich war schneller, kam mit dem Erdbeben durch und das war natürlich ein One-Hit-KO. Damit war die Mega-Entwicklung von ihm schon mal für den Arsch. Hat Logok also nicht dementsprechend optimal ausnutzen können. Gut, Live-Op trägt mein Despota diesmal. Dann kommt ein Velsa. Interessant, habe ich mir gedacht. Okay, Wasserboden könnte problematisch werden für Despota. Habe ich mir gedacht, Sandschub ist noch draußen. Erhöht meine Spezialverteidigung. Und das war entscheidend. Da kommt nämlich der Surfer, der mir nicht mal einen Two-Hit beschert hätte. Was mich sehr, sehr gefreut hätte. Ihr sagt immer, ich sage es immer alles in der Vergangenheit. Da kommt der Knirsch. Ich habe gedacht, das reicht. Es hat nicht gereicht. Und zwar ganz, ganz, ganz knapp nicht. Da kommt der Life-Up. Und dann kommt der mit einer physischen Attacke an. Und zwar Erdbeben. Also er spielt es physisch und speziell. Das muss man auch mal dazu erwähnen. Damit war Despota einfach mal down. Sandschleier war noch draußen, habe ich mir gedacht. Mit Sandschleier-Kombi, sage ich mir, warum hole ich mir meinen Knackrack raus? Er wechselt aus und zwar, ich habe es in dem Augenblick vergessen, genau auf seinen Panzer Aeron. Ja, voller Angreifer gegen die volle Verteidigung. Da habe ich mir gedacht, komm, haust mal einen Wutanfall raus. Ja, das wären, da hätte ich 4 Züge gebraucht, um Panzer Aeron klein zu bekommen. Da ich mit Wutanfall leider nicht austauschen kann, bin ich gezwungen, damit anzugreifen. Und er setzt Fliegen ein. In dem Augenblick habe ich mir gedacht, ist es ein stinknormales Pokémon-Team, was er gegen mich antreten lässt? Interessant. Dann hat das schon mal geschafft, dass das Despot da drauf gegangen ist. So, das dritte Mal Wutanfall ging natürlich daneben. Ein Wunder, sonst hätte bei mir bei Wutanfall 2 Runden. Da kommt Fliegen. Wäre, glaube ich, dreimal gebraucht mit Fliegen. War Step drauf, Stärke 90. Hat guten Damage gemacht, weil der Panzer ist nicht so der Angriff, also nicht das Angriffs-Pokémon, sondern mehr, was die Verteidigung ausmacht. Ich habe gedacht, jetzt Panzer Aeron Kampf, sein Panzer ist schneller als meins, weil Fliegen kommt eher durch als meine. Genau, ihr ahnt es sicherlich. Tarnschkanne habe ich, glaube ich, eingesetzt, genau, Tarnschkanne. Und der Beulenhelm ist hier sehr, sehr interessant, weil ich mache mehr Damage, als er in mir mehr Damage macht. Theoretisch, da müsste man eigentlich sagen, komm, ich tausche aus. Felsgrab, die einzige physische Attacke, die aber mich nicht berührt, deswegen wirkt der Beulenhelm nicht. Tarnschkeine und Schachler-Kombi hat bis jetzt immer funktioniert und werde ich auch weiterhin versuchen. Komm, ich warte immer noch auf den ersten, der mit der Attacke Turbodreher kommt, ja. Der in Force Deck oder irgendwie sowas gegen mich einsetzt oder ein Starmie mit Turbodreher. Da warte ich eigentlich nur drauf, weil dann hat man die Schachler wieder weg und auch die Tarnschkeine. Da warte ich wieder drauf. Er macht Fliegen. Der Beulenhelm macht sein Übliches eigentlich. Ich lieg nochmal eine Runde Schachler. Damit da dreimal Schachler liegen, das machen immer 25% Schaden auf das eingewechselte Pokémon. Und dann kommt der Luftschnitt. Eigentlich die einzige sinnvolle Attacke, die man gegen mich einsetzen kann, der Luftschnitt, ist speziell. Panzer ist nicht das spezielle Pokémon, sondern er halt der physische. Deswegen, warum hast du die Attacke nicht eingesetzt? Hättest du das Fliegen sparen können, hättest du auch mehr Damage gemacht. Dann kommt Brutalanda ins Rennen. Brutalanda ist deswegen gefährlich, weil man kann es physisch, aber man kann es auch speziell spielen. Und das ist jetzt die Frage, wie jetzt er, oder wie spielt es er? Er hat speziell gespielt, ich habe mein Panzer nicht ausgewechselt, ich habe jetzt Aeron quasi gesagt, komm, ich kann es auch im Notfall opfern. Da kommt nicht mehr viel. Carpitz mache ich später mit Logo platt. Das war in dem Augenblick meine Überlegung. Und gut, ich kam mit dem Ruheort durch. Jetzt wechsle ich natürlich aus auf meinen speziellen Verteidiger. Und das ist Filinara in dem Fall. Es bin sogar noch im Typ Vorteil, Fee gegen Drachen. Da kommt der nächste Flammenwurf. Es kommt noch kein Burn durch, keine 10% Wahrscheinlichkeit.
Und das kriegt Felinara relativ gut weg. Mit 202 KP ist es eh eine volle Wall. Ja, das muss man echt betonen. Das ist das einzig brauchbare Feen-Pokémon. Da kommen Felser in den Ring. Tarnsteine tun ihr Übliches eigentlich schon. Und damit ist Felser down. Ich hab gedacht, dass er auswächst, aber nicht auf Felser. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, komm aus dem Toxin raus. Ja, ein Sky-Pokémon hat er nicht im Team gehabt. Beziehungsweise Panzeron ist schon... Ist das draufgegangen? Ist es draufgegangen, oder? Der Panzeron ist draufgegangen, genau. Dann kommt das K-Pilz. Das hätte dann die Vergiftung zum Opfer gefallen. War es nicht so. Gut, jetzt Pflanze-Kampf. Ein physischer gegen einen Spezieller. Ich muss austauschen. Ich habe es vorhin schon gesagt. K-Pilz will ich gerne mit Logok erledigen. Ich erwarte kein Erdbeben oder irgendeine Bodenattacke, weil ich es von dem Pokémon nicht erwarte. Ein Toxin. Du spielst Toxin auf ein Pokémon, was das volle Potenzial eigentlich beim Angriffen hat. Da müsste was kommen wie Himmelhieb oder auch eine physische Pflanzenattacke. Mir fällt jetzt leider keine ein, aber spielst komplett physisch. Ist 10-mal besser. Toxin macht keinen Sinn. Das überlebt keine 3 Züge im schlimmsten Fall. Ah, KP ist, glaube ich, auch nicht die beste in die Verteidigung von KP. Jetzt kannst du in die Tonne drehen. Da musst du eine Flugattacke kommen. Spiel's. Bitte spiel es physisch. Ein kleiner Tipp von mir. Ich glaube, Techniker ist es da am besten bedient. Da kommt wieder Brutalander. Ja, super, habe ich mir gedacht. Dank dem Bedroher wusste ich definitiv, da reicht kein Flammenblitz, da hilft auch kein Kraftkoloss. Ich mache die Skafette, nehme den Innenboost mit. Aber hier natürlich auch diese Angriffsschwächung mit. Ich habe natürlich Latias gehabt, da interessiert mich die Angriffsschwächung nicht, aber mich interessiert da besonders der Innenboost. Gut, gegen Brutalander hilft er mir jetzt nichts, weil er natürlich jetzt Fliegen einsetzt. Hier, da ist physisch. Sollte Latias aber überleben, und das hat es auch, aber es hat guten Damage gemacht. Das muss ich doch schon sagen. Drachenpuls, One-Hit, KO. Gut, das war eh schon angeschlagen. Deswegen kann man schlecht sagen, es war ein One-Hit-KO. Ein Pokémon hatte noch, und das war das Voltenso. Voltenso, vielleicht ein Knirscher oder ein Biss. Sehe ich da jetzt gefährlich an. Wenn es das überhaupt lernt. Das waren die einzigen zwei unnötigen Attacken, die mir eingefallen sind. Sonst kam mir wahrscheinlich irgendeine Elektro-Attacke. Kein Voltenso jetzt nicht. Gemegat hat das auch nicht. Also kein Mega-Pokémon. Doch, bei ihm war das Logok. Genau, doch, Logok war das Mega-Pokémon bei ihm. Psychokinesis, Dab, Special Angriff, Boost nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Special Angriff ist besser. Und das war der Kampf. Wenn ihr einen Kampf wollt, schreibt es in die Kommentare.